Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTastical.at. Hier ist euer Raphael und ich habe heute einen weiteren Part unseres WM-Orakels für euch. Ihr seht es hier schon, England, Italien ist das Spiel. Wir starten diesmal mit originalen Aufstellungen hoffentlich. Ich habe euch wieder den lieben Kevin mitgebracht. Und Servus. Ja, genau. Und jetzt starten wir hier mal rein, wie gesagt, erstmal die Aufstellung machen. Nein! Wollen wir nochmal zurück Rivalenspiel machen? Nö, nö. Gewinnst lieber so, ne? Ja, ich spiele in Weiß, komm. So, wir versuchen, wie gesagt, die Aufstellung so zu machen, wie sie in den letzten Länderspielen so waren. Und wir hoffen mal, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Gut. Und zwar war hier, das passt schon. Nee, Cole muss raus. Da kommt natürlich Baines rein. Rooney war ZOM, Wilshere war draußen. Dafür war Sturridge drin. Lampard kommt auch rein. Im letzten Spiel hat neben Gerrard Henderson gespielt, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das auch bei der WM so kommen wird. Hier ist Henderson auch gar nicht dabei, deswegen spielt da mal Lampard. Links außen war Welbeck, das passt. Rechts außen hatten wir eigentlich Lallana, der ist ja auch nicht dabei. Dann lassen wir dafür mal... Ja, bei mir fehlt auch einer. Toll. Nein, jetzt ist Lampard noch drin. Das ist immer so toll hier mit der Zeit, wisst ihr, das macht immer richtig Spaß. Wir gehen gleich nochmal ins Menü, jetzt spielt Walcott wieder, der ist ja gar nicht dabei. Ja, ich hab keinen Verratti, komischerweise. Ja, bei mir, wie gesagt, fehlt Lallana. Gut, wir können natürlich auch nur so insoweit hier das so machen, wie EA das auch zulässt. Und wir schauen jetzt hier nochmal. Machen wir mal direkt Pause. Jetzt spielt Gerrard rechts außen bei mir. Ja, ja, sehr effektiv. Das ist seine Position. Also ich muss Diamanti spielen lassen. Ja, rechts außen lasse ich dann... Ich lasse dann mal Chamberlain spielen. Weil Walcott ist ja nun wirklich verletzt. Und lass mal Chamberlain spielen. Hilft ja alles nichts. Aber ansonsten haben wir es, glaube ich. Na, das kann was werden. Das kann was werden. Ja. So, ich wäre fertig. Du auch? Ich bin auch fertig. Oh mein Gott, ich bin doch aufgeregt. Ob es wieder ein 3-3 wird? Das erste Spiel haben wir ja schon mal falsch getippt. Ob es wieder ein 3-3 wird, das ist natürlich die Frage. Die ersten beiden Spiele alle 3-3 getippt. Aber... Ja, hier will ich das nicht hoffen. Was ist das denn? Schöner Pass hier auf Balotelli. Aber oh, der verliert den Ball. Weil er nichts kann. Weil er nichts kann, ja komm. Lampard, nein, 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 das reicht nicht. Auch Ballverlust. Und Steven Gerrard, einer meiner Lieblingsspieler. Ich hoffe ja. Ich würde es ihm gönnen, dass sie bei der WM weit kommen, aber daran glauben kann ich nicht wirklich. Ah, oh, schöner Pass, nein. Jetzt die Italiener hier wieder mit Pirlo. Oh, was für ein schöner Pass, ey. Da hast du halt ausgepackt, ne? Ja, sicher. Ja, sicher. So, Welbeck. Und er sieht da schön. Welcott, der jetzt doch noch spielt. Suboptimal, aber der ist ja gleich raus. Ah, nee, da kommen die Italiener nicht durch. Siehst du was, meine machen schon wieder keine Grätschen. Ja, du brauchst ja auch gar nicht Grätschen, Kevin. Doch. Nein. Ohne Grätschen bin ich ich. Ist deine Taste vielleicht kaputt? Nein, die stellen nur das Bein raus. Oh, oh, Balotelli! Aber das reicht nein! Nicht. Das reicht nicht für das 1-0 hier. Tja, Kevin. Mal gut, dass die Italiener hier nicht führen, ne? Ja. Genau, ja. Aber guck mal, jetzt kommt Chamberlain. Und auch die Ecke führt zu nichts. Oh, Lampard grätscht da schön raus. Das, was Kevins Spieler ja nicht gemacht hat. Oh, oh. Da habe ich ja wieder schon so ein bisschen, kam wieder so ein kleiner Adrenalinschub. Oh Gott, und... Na, was? Na, ah. Foul, Freistoß. Na, das habe ich anders gesehen. Das habe ich ganz anders gesehen.
Marquisio. Und auf Ball. Aber das war abseits, wollte ich doch meinen. Ja, ja. Hast aber noch ein Tor gemacht. War der drin? Ich hab's nicht gesehen. Ja, der war drin. Immer Balotelli drin. Das ist doch das einzige Tor, was du hier schießen wirst in dem Spiel, Kevin. Ah. Ich glaube, 3 werde ich schießen. Und ich auch 3. Dann haben wir wieder 3-3. Ich bin ja gespannt, ob wir überhaupt mal mit einem Spiel hier richtig liegen. Bei dem Orakel. Und wieder Balotelli. Den kann man einfach nicht so gut aufhalten. Und die nächste Ecke hier für die Italiener. Klarer Chancenüberschuss jetzt hier bei Italien. Ah, wird die Ecke kurz ausgeführt? Nein, das wäre nicht typisch. Und nein, schön rausgeköpft hier der, von den Engländern. Und da Chamberlain auf Sturridge. Das war hoffentlich kein Abseits. Und Sturridge weiter am Ball und der verliert den Ball. Der verliert das 1-1, das kann nicht sein. Gutes, schnelles Passspiel. Ah, schöner Zweikampf von Kantreva. Die grätschen nicht mehr. Ach, grätschen wird eh überbewertet, Kevin. Aber nicht in meinem Spiel. In meinem Spiel Lampard ist es wichtig. Auf Sturridge. Und was für ein Pass auf Lampard. Und der macht ihn nicht rein. Eieiei. Wieder Marquisio. Hast du den außen? Spielt der außen? Bei dem 4-1-4-1 spielt er außen, ja. Tja. Das ist natürlich ärgerlich. So, Sturridge. Jetzt müssen die Engländer hier ein bisschen Ball, ein bisschen Kontrolle reinkriegen ins Spiel. Ja. Klappt auch nur bedingt. Und wieder auch Balotelli. Ich sehe schon wieder kommen. Ah, diesmal nicht. Ja, nee, das war nix. Schiri, das war nix, genau. Der heult ja nur wieder rum. Schwalbenkönig. Ja, oh, was für ein Pass auf Pirlo. Und das muss das 1-0 sein. Aber auch der geht nicht rein. Mann, komm, den macht er doch eigentlich rein. Eigentlich. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Basali. Diamanti hat ja auch gespielt? Nee, das würde ja eigentlich so. Kadreva für spielen, aber nicht Kadreva, Verratti, aber den habe ich nicht. Ja, gut, das ist natürlich dann ärgerlich. Wie gesagt, die EA hat ja keinen normalen Freundschaftsspielmodus implementiert, leider. Auf FIFA 14 für die Next-Gen-Konsolen. Außer den Ultimate Team-Modus. Aber da kann man leider auch nicht gegeneinander spielen. Und Kandreva wieder am Ball, der hat einen guten Schuss, aber kommt hier gar nicht zum Abschluss. Oh, schöner Pass auf Danny Welbeck. Aber die Italiener spielen das hier abgezockt in der Verteidigung. Der Marquisio, der geht mir schon so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Er ist zu langsam, Alter. Ja, gut. Und Chamberlain auf Sturridge. Sturridge, nein! Jetzt haben wir schon einige Chancen gesehen, aber noch kein Tor. Trotzdem frage ich mich, warum meine Grätsche wieder nicht geht. Das ist natürlich ärgerlich, Kevin, ne? Wenn man nicht grätschen kann im Spiel. Und wenn ich jetzt trotzdem verliere, dann ist das einfach nur, dann ist das natürlich noch umso peinlicher. Grätschen sind in meinem Spiel auch wichtig. Ja, nein, das reicht. Und jetzt Flanke, komm schon. Und da ist das Kopfballtor von Daniel Sturridge. 1-0 für England. Nur weil die scheiß Grätschen nicht gehen. Ach, jetzt reduzieren wir das hier aber nicht auf die Grätschen. Der war einfach schneller. Ich habe hier so eine Fliege, die mich hier nervt, ne? Ich sag dir das. Ja, hoffentlich nervt sie dich richtig. Das Vieh fliegt mir hier ständig vor meinem Gesicht rum. Herrlich. Naja, das war ein Verzweiflungspass hier. Da wollte er Anschlusstrick hier ausnutzen. Oder? Nein! Und Pirlo jetzt! Pirlo, nein! Das reicht nicht. So, wieder die nächste Ecke für Italien.
Oh, schöne Balleroberung von Chamberlain und der sieht wieder zu spät. Was? Ah, da wäre Sturridge so frei gewesen, sage ich dir. Wenn der Pass angekommen wäre. Welche Ecke? Ach so, das hängt ein bisschen zurück. Nee, schon gut. Und Steven Gerrard! Nein! Ecke für England. Fernschuss-Spezialist. Aber jetzt lassen wir hier mal Frank Lampard die Ecke treten. Ah! Nein. Aber England bleibt hier im Ballbesitz. Naja, das war keine gute Flanke. Welbeck darf nochmal und nein, nein, nein. Da fliegt er daneben und Lampard schießt drüber. Halbzeit schon Halbzeit. Das vergeht immer so schnell. Relativ ausgeglichen hier. Von den Chancen her und auch vom Ballbesitz. Naja, sehr ausgeglichenes Spiel eigentlich. Naja. Und was machst du jetzt? Ich guck grad mal meine Steuerung an. Ach, spielst du vielleicht mit zwei Tasten oder so? Alternativ. Wie kann ich das einstellen? Du musst bei Controller einstellen, glaube ich. Ich habe leider schon weggedrückt, ich kann selber nicht gucken. Ne, bei Controller-Einstellung ist nur dieses... Ah, wo geht denn das? Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß das jetzt hier auf die Schnelle leider auch nicht. Aber irgendwo, ich weiß gar nicht, kannst du das in dem Modus hier einstellen? Ich denke mal. Kannst du nochmal Pause drücken, wenn du magst? Ja, ich guck nochmal ganz kurz. Dann schaue ich auch nochmal. Naja, also bei Controller-Einstellungen... Doch hier, du musst auf Controller-Einstellungen und dann RT drücken. Und dann kannst du da... Sollte oben klassisch eigentlich stehen bei Voreinstellungen. Ja, meinst du auf zwei Tasten? Ja! Kevin, zwei Tasten reicht. Ja, mehr brauchst du doch auch gar nicht. Mehr drückst du doch eh nicht. Schießen, Anfang schon vom Spiel hat es aber noch geklappt und dann auf einmal ging es nicht mehr. Ja, komisch. Also jetzt hier Kevin wieder mit Grätschen am Start. Und da, ja, was soll man dazu sagen? Ja, du Kevin, ich glaube, zwei wir stellen Tasten das ist besser, wieder zurück. Oder? Ich glaube, wir stellen das wieder zurück auf zwei Tasten. Da hast du mir doch besser gefallen, muss ich sagen. Ja, direkt hier das 1-1 von Andrea Pirlo. Gut, Kevin. Ja, ne? Aber die Italiener gewinnen ja nicht gegen England, deswegen. Guck mal. Grätschen sie jetzt wieder oder nicht? Ich hoffe das ja, damit du hier auch ein paar rote Karten mal kassieren kannst. Oh, und Balotelli ist da wieder frei, aber... Ja, was war denn? Was? Dein Foul, ne? Gepfiffen? Ich bitte dich, das war doch kein Foul. Ach doch. Ach. Ja, man kann auch alles pfeifen, weißt du, aber das haben wir natürlich geahnt, dass Kevin das hier macht. Und dann, ja, richtig. Das war nämlich auch ein Foul. Das ist bestimmt Yuichi Nishimura, oder wie der hieß. Wer war das? Hier, dieser Nishimura. Und schön da außen auf Johnson. Und der muss jetzt nur noch die Flanke bringen. Und Steven Gerrard ist da! Glaube ich. Oder? Ich glaub's auch, ja. Ja, müsste eigentlich Stevie sein. Ja, da ist er. 2-1 für England. Haben wir eigentlich jetzt nur Kopfballtore gemacht? Nee, Pirlo hat geschossen. Nein, Pirlo hat eine Volley auf Und meine beiden Tore, waren die beide Kopfball? Ja, ne? Ja, Sturridge 1 und Kopfball. Ja, komm. Da wird der Markus gleich wieder sagen, der kann nur Kopfballtore machen. Kannst du ja auch noch. Das wird kommen. Ja, genau. Und wenn es keine Kopfballtore sind, das sind angebliche Sweaty Goals, ne? So sieht das nämlich aus. Aber pass mal auf, wir kriegen das hier alles noch hin. Siehst du dann Sweaty Goal jetzt, oder was? Ja, das mache ich auch noch. Zur Feier des Tages. Zur Feier des Tages machen wir noch ein schönes Sweaty Goal. Was dann zum 2-2 führt. Nee. Wir machen das so wie Marcelo. Wir schießen schön ins eigene Tor.
Das Geilste war ja der Shitstorm danach bei Twitter, der ging an den falschen Marcello. Hast du es mitgekriegt? Nee. Da gibt's noch einen Marcello, der ist Model mit Doppel-L. Und die so, bring dich um und so zu ihm. Und er so, Mann, Leute, schreibt die Scheiße doch mal an den Richtigen. Ah, das war ziemlich amüsant. Ah, das... Nee, Mann. Ich will hier mal wieder vernünftige Pässe jetzt sehen. Aber der Wunsch, der geht hier erstmal nicht in Erfüllung. Vielleicht jetzt. Chamberlain, sehr schön. Sturridge auf Welbeck. Aber Abate ist natürlich schnell und das reicht nicht, um hier gefährlich zu werden. Ja, die Italiener, die sehen hier das Spiel schon, die sehen sich schon verlieren. Das merkt man an der Körpersprache. Und dann ist Balotelli, ja, ja. So ist er, so ist er. Da versucht er dann zu lupfen. Und dann geht er natürlich nicht rein. Ja, was? Ja. Wo war das ein Foul, Schiri? Ach, komm schon. Der Schiedsrichter hier mit einer desaströsen Leistung bisher. Ja, oh. Aber, jawohl, da kommt Rudi noch ran. Sehr schön, aber Abate ist schneller als Rudi, das ist das Problem. Ja, was? Ja. Karte für Stevie, oder? Nein, Steven Gerrard holt sich keine Karten. They will just... Ah, nee, Lampard. Frank Lampard holt sich hier die Karten. Stevie holt sich keine Karten. Stevie bleibt höchstens im Boden hängen und versaut dann die Meisterschaft, aber... mehr auch nicht. Kommt mir bekannt vor. Ja. Mir leider auch. Balotelli mit der Flanke ins Niemandsland. Diamanti. Jetzt versuchen die Engländer hier, die Italiener, sich vorm 16er der Engländer einzuquartieren. Aber jetzt wieder schnell das Konterspiel. Nein! Hallo? Fällt Cantrema da einfach immer hin oder was ist da los? Jetzt Sturridge muss nur die Flanke reinbringen. Und dann machen wir hier das nächste Kopfballtor. Hier ist noch alles drinne. Auch für Italien noch alles drinne. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier so viele Fehlpässe stattfinden. Oh, schöner Pass! Nein. Doch nicht. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Chamberlain schön raus auf Sturridge. Und Latte. Aber Ecke. Komm, jetzt lass mal Baines schießen, oder? Dann haben wir die wichtigsten schießen lassen. Wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Nein! Oh, da steht der Rossi auf der Linie und rettet die Italiener hier vor der endgültigen Entscheidung. Viel Platz für Frank Lampard. Balotelli, unfassbar. Gutes Spiel von ihm. Aber jetzt muss hier was von den Italienern kommen. Und Diamanti jetzt auf dem Weg in den 16er. Aber souverän rausgeköpft. Und wieder der Ballverlust von Lampard. Und Baines mit der wichtigen Balleroberung und dem schlechten Ballverlust. Ah, schön. Schlecht. Das ist hier ein Wechselbad der Gefühle. Kriegen die Italiener hier nochmal eine Chance? Oder sehen wir hier lange Gesichter? Nach den ersten 90 Minuten bei der WM für die Italiener und die Engländer. Ja, das war kein Abseits.
Balotelli reißt das Spiel da mehr und mehr an sich. Schöner Pass wieder von Baines. Und jetzt, es reicht nicht. Kriegen die Italiener hier noch die Chance? Was? Ah, ich dachte, der Schiri pfeift hier ab. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Das wäre es jetzt gewesen hier, wenn der Schiri hier jetzt noch abgepfiffen hätte. Und jetzt ist aber Schluss. Nein, nicht Schluss. Kadreva! Nochmal eine Flanke, unfassbar. Jetzt geht hier noch was für die Italiener. Das war abseits von meinem Begriff. Balotelli, aber das reicht nicht. Der, das war ja eher ein Schüsschen, den er da abgefeuert hat. Und da ist das Spiel vorbei. Oh mein Gott. 2-1 für England gegen Italien. Ich glaube, das wäre sogar mein Tipp gewesen. Für das Spiel. Vielleicht liegen wir damit richtig. Meinst du das realistisch, Kevin? Nee. Nee? Nee. Glaubst du eher, Italien gewinnt? Das ist alles Verschwörung hier. Die sogenannte Zwei-Tasten-Verschwörung, die hier das Spiel massiv beeinflusst hat. Ja, das stimmt. Das ist natürlich ärgerlich gelaufen, dass es in der ersten Halbzeit dann nicht funktioniert hat. Ja, aber Mitte in der ersten Halbzeit hat es auf einmal gewechselt. Stark. Das ist wirklich stark. Vielleicht war da tatsächlich die FIFA beteiligt. Weiß man das? Vielleicht sollen die Italiener hier früh aus dem Spiel ausscheiden. Aus dem Turnier, nicht aus dem Spiel. Verschwörung. Ihr hört es, Kevin wittert hier die Verschwörungstheorie. Nee, eine Revanche wollen wir nicht, oder? Nee. Ah, es ist kein 3-3, komm. Das ist schon mal was wert. Du hattest sogar mehr Torschüsse, du hattest mehr Ballbesitz. Schön. Kevin, du hattest mehr Torschüsse, du hattest mehr Ballbesitz, Kevin, du hast besser. Guck meine Schussgenauigkeit an. Du hast mehr Zweikämpfe gewonnen. Du hast weniger Fouls begangen. Du hast mehr Schussgenauigkeit gehabt. Du hast eine höhere Schussgenauigkeit gehabt. Das Einzige, was niedriger war einfach nur die Passgenauigkeit. Oh Mann, und dadurch verlierst du hier natürlich auch, ne? Ganz klar. Die 7%. 100% Schussgenauigkeit hast du noch nie erreicht, noch nie. Doch, habe ich auch schon. Nein. Gehabt. Ja, mit einem Torschuss vielleicht. Es gab, ja, wollte ich gerade sagen. Oder mit 0. Geht auch. Aber es zählt dann wahrscheinlich nicht, ne? Nee, bei 0 Torschüssen hast du 0. Das, ja. Dachte ich jetzt nämlich auch. Naja. So, wir hoffen wieder, ihr hattet hier euren Spaß im Spiel. Wir hoffen auch, dass endlich mal ein unserer Tipps hier richtig ist. Ich halte das hier für möglich, das Ergebnis, aber Kevin sieht das nicht so. Wie gesagt, Kevin sieht die Verschwörungstheorie hier kommen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das wird dann Deutschland gegen Portugal wahrscheinlich sein. Ja, gehe ich mal von aus, weil Argentinien, Bosnien ist wieder nicht umzusetzen, leider. Bosnien gibt es nämlich wieder nicht bei FIFA. So, wie gesagt, wäre dann nur Ultimate Team wieder. Ja, aber da musst du erstmal auch mal eine Mannschaft für Bosnien hinkriegen. Das könnte wohl schwierig werden, aber wir können mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, vielleicht schiebt man noch Argentinien und Bosnien inzwischen. Weil dann muss aller Messi haben. Ja. Ja, alles klar. So, wie gesagt, wir überlegen uns das nochmal. Ansonsten Deutschland-Portugal, das nächste Spiel. Ja, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, euer Game Testicular D-Team.